Infolge der westlichen Sanktionen gegen Russland explodiert in Deutschland die Inflation und die Realeinkommen sinken. Allein Lebensmittel verteuerten sich im Juni 2022 im Vorjahresvergleich um 12,7%. Um in dieser für viele Menschen in Deutschland dramatischen Situation etwas Linderung zu schaffen, stellte die Linkspartei im Bundestag folgenden Antrag. Erstens soll die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel komplett abgeschafft werden. Zweitens soll eine Preisbeobachtungsstelle eingerichtet werden, die sicherstellt, dass die Mehrwertsteuersenkung auch weitergegeben wird. Wenn man sich anguckt, welche Einkommensschichten von diesem Vorschlag am meisten entlastet würden, dann kommt raus, dass jene, die am wenigsten haben, am meisten profitieren würden, jedenfalls relativ gesehen zu ihrem Einkommen. Dies liegt wiederum daran, dass die Mehrwertsteuer eine regressive Steuer ist und die Ärmeren stärker belastet als die Reicheren. Eine Senkung der Mehrwertsteuer sorgt folglich logischerweise dafür, dass die Armen besonders stark entlastet werden. So eine Mehrwertsteuersenkung hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen sorgt sie für geringere reale Einkommensverluste in der Bevölkerung, was auch keinen zu positiven Effekt auf die Nachfrage haben dürfte, da die gesamtwirtschaftliche Nachfrage im Moment überhaupt nicht überhitzt ist und zudem bezweifelt werden darf, dass die Nachfrage nach Lebensmitteln exorbitant gesteigert würde, wenn sie künftig nur noch 5% anstatt 12% im Vorjahresvergleich teurer würden. Da das Realeinkommen der Menschen aber infolge der Steuersenkung nicht mehr so stark fallen würde, wie es ohne Steuersenkung fallen würde, könnte der Konsum bei anderen Gütern wiederum steigen. Aber das wäre gar nicht mal so schlecht. Sowohl der IFO-Index als auch die Industrieproduktion befinden sich im Sinkflug. Die deutsche Wirtschaft steht vor einer schweren Wirtschaftskrise und die EZB will in dieser Situation die Zinsen erhöhen, die Wirtschaft also noch weiter schwächen. Es ist also gerade geboten, dass der Staat Konjunkturprogramme auflegt und die Wirtschaft anschiebt und die Nachfrage stabilisiert, um die Rezession, die sich abzeichnet, nicht noch weiter zu verschärfen. Also alles in allem kann man sagen, dass der Vorschlag der Linken pragmatisch ist, zur aktuellen wirtschaftlichen Situation passt und problemlos umsetzbar wäre. Die AfD hat dementsprechend auch mit einem eigenen Antrag geantwortet, der auch die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel enthält. Zusätzlich sind dann noch die Abschaffung der CO2-Steuer und die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe drin, aber mit diesen zwei Maßnahmen werden wir uns in diesem Video mal nicht beschäftigen. Die andere große Oppositionspartei, die CDU, reagierte auf diese beiden Anträge leider mit standardmäßiger Ablehnung, die immer bei Anträgen aus der AfD und der Linkspartei kommt. Nun ja, aber die Steuersenkungspartei FDP, die im Wahlkampf ja massive Steuersenkungen für breite Schichten der Bevölkerung versprochen hatte, müsste sich ja mit so einem solch pragmatischen Vorschlag eigentlich sehr gut anfreunden können, oder? Nun ja, um das zu klären, müssen wir uns die Bundestagsdebatte über die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ansehen. Diese Art von Sozialpolitik mit der Gießkanne funktioniert nicht, weil sie nicht zielsicher auf die betreffenden Personengruppen ausgerichtet ist. Eine Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel verfehlt in diesem Fall ihre Wirkung. Vielmehr sollte sie tatsächlich eine zielgenaue Entlastung, wie beispielsweise für eine Einkommensteuersenkung, erfolgen. Das ist natürlich ein Argument. Eine Steuersenkung, von der die unteren 50% am meisten profitieren würden, ist nicht zielgenau. Eine Steuersenkung, von der die Reichsten am stärksten profitieren würden, die ist zielgenau. Die FDP weiß ja schließlich, wen sie entlasten will. Wer weniger als 5.000 Euro im Monat verdient, der braucht auch einfach keine steuerliche Entlastung. Zielgenauigkeit und so. Nach diesem wirklich sehr überzeugenden Argument spielen wir jetzt mal mit dem FDP-Abgeordneten Till Mansmann Strohmänner abfackeln. Deswegen muss man diese Sau dauernd wieder durchs Dorf treiben. Mal von rechts, mal von links, heute im Hufeisenbogen. Ich glaube, das ist nicht die richtige Antwort. Ganz konkret zu den Anträgen, liebe Kollege von den Linken, ich weiß, dass Sie glauben, dass das Geld auf den Bäumen wächst, aber Sie hätten sich wenigstens die Arbeit machen können, mal kurz zu berechnen, was das bedeutet. Was das bedeutet,
Denn die Antwort müssen Sie auch geben. Die Antwort müssen Sie geben, wo Sie das Geld dann hernehmen wollen, schon gar für eine Maßnahme, die so wenig Zielgenauigkeit aufweist. Was die FDP unter Zielgenauigkeit versteht, haben wir ja gerade eben schon geklärt. Aber kommen wir nun zu diesem Strohmann. Das Geld wachse ja nicht auf den Bäumen. Man könne die Mehrwertsteuer nicht einfach so senken. Und da muss man sagen, doch, kann man. Der Staat kann Schulden aufnehmen und dafür die Mehrwertsteuer senken. Das wäre überhaupt kein Problem. Und hier sehen wir übrigens auch, welchen Zweck die Schuldenbremse, die hier zwar nicht wortwörtlich erwähnt wird, die aber doch eine Rolle spielt, hat. Sie ist eine politische Waffe, um sozialen Fortschritt zu verhindern. Wenn es um die Senkung einer Steuer, die vor allem die unteren Einkommen belastet, geht, dann ist plötzlich das Argument, dass kein Geld da sei, omnipräsent. Aber wenn man beispielsweise 100 Milliarden für Rüstung rausballern will, dann interessiert es nicht mehr. Schreiten wir voran zu Maximilian Mondhorst, der nächsten intellektuellen Koryphäe, die kein Witz herausgefunden hat, dass diese Mehrwertsteuersenkung eigentlich nur die heimliche Einführung des Sozialismus in Deutschland wäre. Ein intelligenter Plan, den die Linkspartei da gesponnen hat. Ich wundere mich auch, zweitens, weil ich gut verstehen kann, dass man jetzt sagt, naja, man sollte von den 7 auf 0 gehen, zumindest zeitweise. Ich finde Steuersenkungen als Liberaler prinzipiell immer gut, aber Sie offenbaren Ihren eigentlichen Willen immer wieder, wenn man Ihren Antrag genau liest, und das wurde auch schon von Kolleginnen und Kollegen erwähnt. Sie wollen nämlich nicht nur die Mehrwertsteuer senken, Sie wollen auch eine Preisbeobachtungsstelle. Bedeutet im Umkehrschluss staatliche Aufsicht über Preise. Und das bedeutet übrigens nicht nur mehr sozialistische Ader, die dann im Staat stattfindet, mehr Aufsicht. Es bedeutet auch mehr Personal im öffentlichen Dienst. Es bedeutet mehr Ausgaben. Auch das wieder ein Inflationstreiber. Und deswegen. Wir werden später noch das Argument hören, dass diese Mehrwertsteuersenkung ja vielleicht nicht an die Kunden weitergegeben würde. Damit werden wir uns später nochmal auseinandersetzen. Aber genau das soll diese Preisbeobachtungsstelle ja sicherstellen. Also einerseits ist es ein Argument zu sagen, ja, wir können die Steuern nicht senken, weil wir nicht wissen, ob das Ziel genau weitergegeben wird. Und wenn man dann aber eine staatliche Stelle fordert, die die Weitergabe der Steuersenkung verpflichtend macht, ja, dann ist das natürlich Sozialismus. Der Staat kann doch nicht einfach sicherstellen, dass Unternehmen nicht ihre Gewinnmarge ausweiten. Also so viel Freiheit des Marktes sollte dann doch noch da sein. Und hier sehen wir wirklich relativ unverschleiert den Kern des Agierens der FDP. Sie stimmt Steuersenkung immer nur dann zu, wenn sie den Reichsten zugutekommen. Warum sonst präferiert sie eine Einkommens- gegenüber einer Mehrwertsteuersenkung? Warum sonst kritisiert sie die Preiskontrollen, die hier ja eigentlich nur der Weitergabe einer Steuersenkung dienen sollen? Ganz einfach, die FDP will, dass Unternehmen ihre Gewinnmargen ausweiten können. Und sie will, dass wenn jemand steuerlich entlastet wird, dass es auch wirklich nur die Reichsten sind. Das sollte auch allen FDP-Wählern ein Warnschuss sein, wenn vor der nächsten Bundestagswahl wieder große Steuersenkungen für die breite Mehrheit der Bevölkerung angekündigt werden, wie vor der letzten. Nach der Bundestagswahl kommen mit der FDP dann sehr wohl Steuersenkungen, aber eben nur die, von denen die Reichsten profitieren. Das sehen wir gerade. Steuersenkungen für die breite Mehrheit werden zuverlässig blockiert. Und wir schauen uns hier wirklich in dieser Debatte die Argumente der Regierungsparteien gegen die Mehrwertsteuersenkung an, weil man hier sehr gut sieht, wie Politik im Neoliberalismus funktioniert. 100 Milliarden Euro für Rüstung sind mal schnell da. Steuersenkung für große Unternehmen ist auch da. Aber wenn dann eine Steuersenkung für die breite Masse gefordert wird, ja, dann ist natürlich kein Geld da. Dann muss das Ziel genau sein, dann sucht euch eine andere dämliche Phrase aus. Wir werden noch genug dieser Phrasen zu hören kriegen. Fortfahren werden wir jetzt nämlich mit der Rede von Tim Küssendorf, dem ehemaligen Vorsitzenden der Jusos Lübeck, einem der jungen Wilden in der SPD. Er müsste doch eine Steuersenkung für die breite Mehrheit der Gesellschaft doch eigentlich gut finden, würde man meinen. Es gibt eigentlich drei Punkte, warum wir im Moment nicht der Auffassung sind, dass sich der Antrag sozusagen lohnt als Maßnahme in einem weiteren Entlastungspaket. Zunächst einmal ist er nicht wirksam. Er ist
nicht wirksam, weil die Inflation kein Zustand ist, sondern ein Prozess. Eine einmalige Preissenkung würde vielleicht für einen kurzen Effekt sorgen, aber es würde natürlich langfristig nichts nützen, weil die Preise weiter ansteigen. Nein, 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 nein! Diese Behauptung ist bezogen auf die aktuell erhöhte Inflation grob falsch. Diese Inflation ist hauptsächlich eine Folge der westlichen Sanktionen gegen Russland. Wenn man diese Sanktionen nicht mehr weiter verschärft, wenn man an einem gewissen Punkt angekommen ist, dann ist der negative Produktivitätsschock wieder zu Ende und dann dauert es 1 bis 2 Jahre, bis die Inflation wieder auf die alten, tiefen Werte gesunken ist. Die Inflation bedeutet dann trotzdem noch drastische Reallohnverluste, keine Frage, wenn die Produktivität einbricht. Aber diese kurzzeitig erhöhten Inflationsraten sind kein längerfristiger Prozess, sie sind ein vorübergehender Schock. Es gibt kein Indiz dafür, dass diese Inflation länger anhalten könnte. Die Löhne steigen viel zu schwach dafür, mit einer Rate von ungefähr 2% pro Jahr, und laut Prognosen der EZB dürften sie das auch weiterhin tun. Das ist 1% zu niedrig, als dass das 2%-Ziel für die Inflation dauerhaft eingehalten werden könnte. Ich hatte es ja schon des Öfteren erwähnt, die Inflation folgt den Lohnstückkosten. Die Produktivität wächst langfristig durchschnittlich mit einer Rate von ungefähr 1% pro Jahr. Wenn die Inflation also bei 2% pro Jahr liegen soll, dann müssen die Löhne um 3% pro Jahr wachsen. So, ziemlich einfacher Zusammenhang, ziemlich schnell erklärt, diesem SPD-Abgeordneten aber scheinbar unbekannt. Außerdem ist es ein funktionierender Markt auf der einen Seite, aber andererseits ist die Umgebung im Moment so, dass ich als Unternehmer natürlich angesichts der auch in Zukunft anzunehmenden Preissteigerung natürlich nicht sofort reagieren würde, sondern eher mein Risiko für die Zukunft einfach mit einkalkulieren würde und die Preise so lassen würde, wie sie sind, einfach um mich da auch abzusichern für gegebenenfalls zukünftige Kostensteigerungen. Deswegen muss man einfach da im Moment von ausgehen, dass die Mitnahmeeffekte so hoch sind, dass die Preissenkungen nicht auf den Konsumenten umgelegt werden. Also an dieser Stelle fällt einem eigentlich nur eines ein. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es wird im Antrag ausdrücklich eine Preisbeobachtungsstelle gefordert. Diese Mehrwertsteuersenkung wird also zu nahezu 100% weitergegeben. Allein schon, weil der Staat dies so vorschreibt durch diese Preisbeobachtungsstelle. Aber auch abgesehen davon wäre es sehr wahrscheinlich, dass die Mehrwertsteuersenkung weitergegeben würde. Der wissenschaftliche Mitarbeiter des Bundestages, Lukas Scholle, schreibt zur Mehrwertsteuersenkung 2020 Folgendes. Die temporäre Mehrwertsteuersenkung 2020 kann hierbei für das Ergebnis der Weitergabe basierend auf den Marktbedingungen als Indikator herangezogen werden. Die Senkung wurde 2020 gesamtwirtschaftlich zu rund 60% weitergegeben. In Supermärkten wurde über 70% der Senkung und bei Lebensmitteln sowie nicht alkoholischen Getränken 80% der Senkung weitergegeben. Also, die Mehrwertsteuersenkung wurde bei den fraglichen Produkten zu 80% weitergegeben. Der Wettbewerb scheint im Lebensmitteleinzelhandel also sogar besser zu funktionieren als in der Gesamtwirtschaft. Zudem war die Mehrwertsteuersenkung 2020 nur temporär. Die von der Linkspartei geforderte wäre dauerhaft. Das heißt, es gäbe keine Möglichkeit, einfach die Preise konstant zu lassen, und dann, wenn die Mehrwertsteuer wieder auf dem alten Stand wäre, nichts geändert zu haben und seine Profitmarge auszuweiten. Alle Wettbewerber wüssten, dass die Mehrwertsteuer dauerhaft senke, was bedeutete, dass alle den Wettbewerbsdruck hätten, auch dieser Mehrwertsteuersenkung zu folgen und ihre Preise zu senken. Also selbst ohne die Preisbeobachtungsstelle, die ja auch im Antrag enthalten ist, wäre es sehr wahrscheinlich, dass die Mehrwertsteuersenkung fast vollständig an die Verbraucher weitergegeben wird. Ein zweiter Punkt ist, dass ich massive Zweifel an der aktuellen Kategorisierung habe, was Grundnahrungsmittel in dieser Republik sind. Und vielleicht mag es auch an dem Gremium dieser Entscheiderinnen und Entscheider liegen, aber im Moment ist es so, dass Wachteleier, Froschschenkel und Trüffel zu den Grundnahrungsmitteln gehören. Pflanzliche Milch, wie Sojamilch zum Beispiel, oder Champignons im Glas allerdings nicht. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatzpunkt ist, jetzt hier mit einer Befreiung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu kommen, wenn wir doch in den Kategorien eigentlich noch gar nicht klar sind. Mal ganz abgesehen davon, dass es keinen sachlichen Grund gibt, Wachteleier nicht mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz zu belegen, ist das ein lächerliches Scheinargument.
Man muss sich nur die Statistik der durchschnittlichen Entlastung ansehen. Der durchschnittlichen. Diese Luxusgüter, also wie gesagt, Wachteleier sind nicht mal Luxusgüter, fallen nicht ins Gewicht. Und das macht es zu einem Scheinargument. Man sucht sich absurde Sonderfälle raus, die keine Rolle spielen. Jedenfalls gesamtheitlich betrachtet. Beim Tankrabatt dagegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, merken wir deutlich, wie schwierig es ist, dass die gut beabsichtigte Steuersenkung, denn das ist auch beim Tankrabatt ja eine Steuersenkung, auch tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Das Gleiche kann uns übrigens auch bei einer Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel passieren. Wer, meine sehr verehrten Damen und Herren, garantiert uns denn, dass das Landbrot, was momentan 4 Euro kostet, zukünftig mit einer Mehrwertsteuersenkung dann 3,74 Euro kostet? Vielleicht noch beim Bäcker um die Ecke, weil der ehrlich auch seinen entsprechenden Vorteil weitergibt an die Kunden. Aber im Supermarktregal, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können doch relativ sicher sein, dass dort auch Handelsketten genau diese Preisspanne nicht weitergeben an die Kundinnen und Kunden. Oh Mann, Gott schmeiß Hirn vom Himmel. Nochmal, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Der Antrag der Linksfraktion sieht eine Preisbeobachtungsstelle vor, die sicherstellen soll, dass die Mehrwertsteuersenkung auch weitergegeben wird. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn man eine Rede im Bundestag hält, liest man sich die Anträge, über die man diese Rede hält, dann nicht mal vorher durch? Guckt man nicht, ob manche Punkte möglicherweise geklärt sein könnten? Das hätte diesen Einwand hier, diesen dämlichen Vortrag, uns allen erspart. Ich denke, wir müssen auch deutlich machen, wo die Grenzen der Finanzierbarkeit sind. Verstehen Sie, das ist Neoliberalismus. Man begründet etwas, was nicht funktioniert, mit etwas, was nicht stimmt. Eins ist aber auch klar. Wir müssen nicht die Menschen entlasten, die ein sehr hohes Einkommen haben. Denn die Spielräume des Haushaltes sind da eindeutig begrenzt. Das wäre aber bei einer Mehrwertsteuersenkung genau der Fall. Denn da entlasten wir auch die Menschen mit hohem Einkommen. Und das wäre nicht zielgerichtet. Wie oft kriegen wir dieses dumme Scheinargument denn noch zu hören? Die Mehrwertsteuersenkung würde jene, die am wenigsten haben, am stärksten entlasten. Das ist Fakt. Eine Finanzierung der Mehrwertsteuersenkung wäre problemlos möglich. Die Europäische Union will den Vertrag von Maastricht erst wieder ab 2024 gelten lassen. Und selbst das könnte dann noch verschoben werden. Das bedeutet, bis Ende 2023 gäbe es überhaupt keine Finanzierungsprobleme. Die Schuldenbremse kann von einer einfachen Mehrheit im Bundestag beliebig lange ausgesetzt werden. Es gibt keine Grenzen der Finanzierbarkeit. Und wenn man meint, es gäbe diese und man müsste ausgeglichene Haushalte fahren und so weiter und so fort, ja, dann soll man endlich unser Steuersystem reformieren. Wieso beträgt die Kapitalertragssteuer nur 25%? Wieso gibt es keine Vermögensabgabe, trotz der viel höheren Vermögensungleichheit als vor 50 Jahren? Auf all diese Fragen gibt es nur eine Antwort, weil SPD, Grüne und FDP es so wollen. Weiter zum letzten SPD-Abgeordneten, Michael Schrodi. Vielleicht hat er ja noch etwas Sinnvolles zu sagen. Was wirklich gebraucht wird, Hubertus Heil hat eines richtig gesagt, gestern zum Thema Mehrwertsteuersenkung, da profitieren eben auch höchste Einkommen davon, die das nicht brauchen, diese Steuerentlastung. Gleichzeitig haben wir Mindereinnahmen von 13 Milliarden Euro. Es ist nicht zielgerichtet. Ihr seid es vermutlich auch langsam müde, immer wieder das Gleiche zu hören, aber ich zeige euch dieses lächerliche Scheinargument immer und immer wieder, weil die Abgeordneten halt keine echten Argumente haben. Diese Mehrwertsteuersenkung würde vor allem die Ärmeren entlasten. Das zeigt diese Statistik hier eindeutig. Also nehmen die Abgeordneten irgendwelche Superreichen, die ja auch Nahrungsmittel kaufen müssen. Ja, natürlich müssen sie das. Aber in Relation zu ihrem Einkommen eben viel weniger als ein Hartz-IV-Empfänger oder jemand, der Mindestlohn verdient. Eins noch als letztes, der Pferdefuß, den die Mehrwertsteuersenkung hat, steht im Antrag ja auch drin, nämlich die Weitergabe, die nicht gesichert ist, die gerade in den inflationsgetriebenen Umfeld zu hohen Mitnahmeeffekten führt und dann 13 Milliarden Euro, die es kostet, wenn wir verpüffen könnten. Das wollen wir nicht. Insofern ist das nicht die richtige Maßnahme. Wir werden uns natürlich noch mal in Debatte das nochmal genauer anschauen. Aber meine Fraktion ist zum Schluss gekommen, diesen Antrag dann entsprechend auch abzulehnen. Dankeschön. An
Anscheinend war die gesamte SPD-Fraktion kollektiv zu faul, um diesen Antrag überhaupt zu lesen, bevor man sich auf das Rednerpult stellt und große Reden dagegen schwingt. So, das war die soziale Politik für dich, der SPD. Kommen wir nun zu den Grünen. Wenigstens eine linke Partei, die noch für die Mehrwertsteuerbefreiung von Lebensmitteln ist. Cem Özdemir hatte diese Steuersenkung ja überhaupt erst ins Gespräch gebracht. Also, mal gucken, was in diesen Reden jetzt so kommt. Vielleicht haben die Grünen diese Mehrwertsteuersenkung ja nur abgelehnt, weil die FDP und die SPD blockiert haben. Vielleicht sind die Grünen die einzige Partei, die sich noch dafür einsetzen. Das werden wir ja gleich an den Reden sehen können. Aber es ist wichtig, zielgerichtet und auch mit soliden Staatsfinanzen uns für die Zukunft richtig aufzustellen. Und die Antwort, jetzt mit einer Einzelmaßnahme zu glauben, das Problem bei den Lebensmittelpreisen zu lösen. Brenn, Strohmann, brenn. Es gäbe durchaus noch andere Möglichkeiten, die Lebensmittelpreise zu senken. So zum Beispiel durch ein Verbot von Lebensmittelspekulation. Und, das hat die Linkspartei auch schon gefordert. Es wurde nur von der Regierung abgelehnt. Kommt sie denn auch an? Käme so eine Maßnahme denn auch an? Die Studien variieren da. Das ist nicht komplett nachvollziehbar. Aber selbst wenn man mal annimmt, dass ungefähr 60% ankommen. Das DEW hat bei der letzten Mehrwertsteuersenkung von 50% gesprochen. Manche sprechen von 70% im Lebensmittelbereich. Wir wissen es einfach nicht. Aber selbst wenn da was weitergegeben wird, ungefähr 60%, können wir es uns leisten, dass dann die restlichen 40% an die Handelsketten, die in der Corona-Pandemie wirklich große Umsatzsteigerungen verbuchen konnten, dass dann, das wären 800 Millionen bis 2 Milliarden Euro, dass die dort dann landen würden und uns fehlen würden für andere gezielte Entlastungsmaßnahmen. Die Meinung dieser Koalition ist, nein, das können wir uns so nicht leisten. Wir müssen gezielt helfen. Und die Antwort... Wem die Bundesregierung dieser Tage zielgenau hilft, das sieht man ziemlich gut. So zum Beispiel den Aktionären von Uniper mit voraussichtlich 9 Milliarden Euro, weil sich der Energiekonzern am Gasmarkt verzockt hat. Und die Aktionäre deutscher Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, die werden mit zielgenauen 100 Milliarden Euro Aufrüstungspaket unterstützt. Die Bundesregierung kümmert sich halt um die wirklich Bedürftigen. Auch diese Grünen-Politikerin scheint den Antrag nicht gelesen zu haben, da sie die Preisbeobachtungsstelle komplett unerwähnt lässt und spekuliert, dass sich die Einzelhandelskonzerne ja so viel Geld in die eigenen Taschen stecken würden. Also nochmal, liebe Abgeordnete des Deutschen Bundestages, lesen schadet euch nicht. Vor allem nicht das Lesen von Anträgen, über die ihr später Reden halten sollt. Und ihre letzte Aussage offenbart nochmal wirklich, wie Politik in der Postdemokratie im Neoliberalismus funktioniert. Sie sagt dann, dass Geld für andere zielgenaue Entlastungen fehlen würde. Und das ist eine glatte Lüge. Die Schuldenbremse ist ausgesetzt und sie kann man auch 2023 problemlos aussetzen. Der Vertrag von Maastricht ist bis 2024 ausgesetzt. Es gibt kein Problem bei der Finanzierung von Maßnahmen, beziehungsweise es gäbe kein Problem, wenn die Regierung Maßnahmen ergreifen wollte. Das könnte sie in beliebiger Menge tun. Wenn Grüne und SPD also behaupten, man wollte ja gerne entlasten, aber man könnte nicht, dann lügen sie schlicht und ergreifend. Wo wir schon bei dreisten Lügen sind, eine weitere kommt von Dieter Janicek, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Grünen. Also was kann man in einer solchen Situation tun? Auf der einen Seite den Angebotsschock kann man ja kurzfristig nicht ausgleichen. Ein Stück weit macht das die EZB, indem sie sagt, sie dämpft sozusagen die Wirkungen. Aber letztlich kann der Angebotsschock letztlich nur ausgeglichen werden, indem es wieder mehr Angebot gibt. So. Und das ist kurzfristig nicht etwas, was wir leisten können. Da müssen wir auch ehrlich sein. Also müssen wir dort entlasten, wo es sinnvoll ist. Also das sind ja wirklich zwei abstruse Falschbehauptungen auf einmal. Erstens könnte man diesen Angebotsschock sehr wohl beenden. Dieser Schock kommt durch die Sanktionen gegen Russland.
Wenn man die Sanktionen aufhöbe, dann wäre der Schock weg. Dann wäre die Inflation innerhalb weniger Monate weg. Man müsste es nur wollen. Niemand hindert uns daran, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Und zweitens federt die EZB diesen Angebotsschock nicht ab. Nein, sie verschärft ihn dadurch, dass sie die Zinsen erhöht. Höhere Zinsen erschweren produktivitätssteigernde Investitionen. Und das verschärft einen solch negativen Produktivitätsschock. Ich will aber jetzt eigentlich was zu dem Antrag der Linken sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich ja mit dem Thema Ernährung, Preise, Mehrwertsteuer und allem schon viele Jahre. Und jetzt muss ich doch mal leider ganz verhalten sagen, ein bisschen populistisch ist der Antrag schon. Ja? So kurz wie populistisch. Ja, zwei kleine Forderungen und am Ende möchte ich sagen, dann doch ein bisschen unterkomplex. Warum? Einen pragmatischen Vorschlag dafür zu machen, wie man weite Teile der Bevölkerung angesichts der hohen Inflation entlasten könnte, ist also populistisch und unterkomplex. Ja, wir sind ganz Ohr, Frau Künast. Reden Sie ruhig weiter. Das ist der wichtige Punkt und der Kern dabei ist, dass man es zielgenau macht. Man muss sich bei den Maßnahmen auch überlegen, wie es denn bei den Ärmeren, bei den Beziehern von Sozialleistungen, bei den geringeren Einkommen ankommt, meine Damen und Herren. Deshalb ist ein 9-Euro-Ticket, auch wenn es nur 3 Monate gilt, ist eine erhöhte Grundsicherung. Das sind die Punkte, damit es zielgenau ankommt und nicht mit einer Gießkanne über das Problem gehen. Was haben auf einmal eigentlich alle Politiker gegen die Gießkanne? Im Wahlkampf hatten sie uns genau diese versprochen. Denn nichts anderes bedeutet ja mit der Gießkanne verteilen. Steuerentlastung für die breite Mehrheit der Bevölkerung. Und der Vorteil bei der Mehrwertsteuersenkung wäre eben, dass die ärmere Hälfte wesentlich stärker profitieren würde als die reichere. Im Wahlkampf fanden die Politiker aller Parteien die Gießkanne übrigens noch sehr gut. Ausnahmslos alle 6 großen Parteien versprachen Steuersenkungen für die breite Masse, sowohl für untere als auch für mittlere Einkommen. Und jetzt plötzlich gelten diese hehren Worte natürlich nichts mehr. Die Bundestagswahl ist gelaufen und das Wahlvieh muss ja erst 2025 wieder abstimmen, also wen interessiert schon, ob man es entlastet oder nicht. Ja, lasst uns nach diesen Scheinargumenten, diesen Strohmännern und diesen glatten Lügen, die wir hier en masse präsentiert bekamen, einfach mal ein Fazit ziehen. Wir bekamen in dieser Debatte nämlich sehr gut vorgeführt, wie Politik im Neoliberalismus funktioniert. Und von der FDP war ja übrigens auch nichts anderes zu erwarten. Der parlamentarische Arm der Montpellerin-Gesellschaft hat ja kein Hehl daraus gemacht, wessen Interessen er vertritt. Eine Einkommenssteuersenkung sei zielgenauer als eine Mehrwertsteuersenkung. Und die Mehrwertsteuersenkung, der könne man ja nur zustimmen, wenn es diese Preiskontrollen nicht gäbe. Die Supermärkte sollten ja wenigstens die Chance haben, sie sich in die eigene Tasche stecken zu können. Man kann der FDP vieles vorwerfen, aber sie spielt wenigstens mit offenen Karten. Im Gegensatz zu SPD und Grünen, die irgendwas von zielgenauen Entlastungen und Gießkanne gefaselt haben, um einen sinnvollen, pragmatischen Vorschlag abzulehnen. Ein Vorschlag, von dem die untere Hälfte der Bevölkerung in Relation zu ihrem Einkommen wesentlich stärker profitiert hätte. Wenn SPD und Grüne gesagt hätten, ja, wir sind eigentlich für den Vorschlag, aber wir stimmen dagegen aus Koalitionsdisziplin. Das wäre wenigstens ein Argument gewesen. Aber nein, sie haben sich irgendwelche absurden Scheinargumente überlegt, mit Strohmännern um sich geworfen. Ihr habt die Debatte eben ja gesehen. Diese beiden Parteien sind zutiefst neoliberal. Sie wollen keine Steuerentlastung für die breite Mehrheit. Sie wollen keine steigenden Realeinkommen. Sie wollen keine soziale Politik. Das hat diese Debatte einmal mehr deutlichst gezeigt. Die beiden Parteien wurden bei dieser Debatte sogar von der AfD links überholt. Wenn das mal kein Anzeichen davon ist, wie stark sich das politische Klima mittlerweile gewandelt hat.